Heute weiß ich, dass Gesichter Bände sprechen und bei manch einem oder anderen ein Blick in den Spiegel einfach mehr als 1000 Worte erzählt. Herzlich willkommen zur Gesundzeit mit Florian Sauer. und Andreas Paffrath, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 10. Florian, ich sehe dich ja gerade hier im Bild. Du siehst doch echt schlecht aus. Irgendwie ein bisschen blass oder so, kann das sein? Ey, Alter, meinst du mich da gerade? Ich komm dir rum, du. Ja, zum Glück liegen 500 Kilometer zwischen uns, wenn wir das hier aufnehmen. Heute soll es um das Thema Antlitzdiagnostik gehen. Das heißt, was verrät dir dein Gesicht über deine Gesundheit? Also, du siehst heute aber schlecht aus. Das ist so ein Spruch, den habe ich früher öfter gehört von meiner Mutter. Oder höre den manchmal heute noch. Also, irgendwie siehst du schlecht aus. Kennst du vielleicht? Man kann im Gesicht jede Menge ablesen, ja. Und wenn man das ein bisschen professionalisiert und weiterführt, sieht man nicht einfach nur, ob es jemandem gut geht, sag mal so, man nimmt es ja wahr irgendwo, man kann nicht richtig sagen, woran es liegt, sondern man kann wirklich mit diesem Wissen als Heilpraktiker und Arzt arbeiten, um Klienten zu helfen. Genau, sonntags morgen gegen 10 Uhr sah ich immer am schlechtesten aus. 2 Nächte gesoffen, Freitag und Samstag. Da waren wir natürlich Bleichgesichter. Sonntagmorgen, unsere Eltern haben immer gesagt, ihr richtet euch hin. Und wir haben immer gesagt, ja, wieso? Wir merken doch gar nichts. Nach dem Mittag geht es uns wieder gut, dann sind wir ausgeschlafen, dann geht das Leben weiter. Party go on. Das war immer unsere Philosophie. Ja, diese Philosophie fahren sehr viele Menschen, bis es dann irgendwann richtig knallt. Und Genau. wer sein Gesicht lesen kann, der kann im Prinzip vorher schon sehen, was der Körper für Signale da aussendet. Wie bist du denn zum ersten Mal mit diesem Thema in Kontakt gekommen? Naja, also heute weiß ich, dass Gesichter Bände sprechen und bei manch einem oder anderen ein Blick in den Spiegel einfach mehr als 1000 Worte erzählt. Und bei mir war das eigentlich eine ganz andere Begegnung. Ich hatte mit 26 Morbus Crohn, das fing mit 23 so an, mit den Darmentzündungen. Und da war ein Schulmediziner, der hat das Problem immer nur im Dickdarm gesucht. Der wollte immer nur schneiden und operieren, wie wenn ich eine Maschine wäre mit einem Bauteil. Und da bin ich zu einem ayurvedischen Arzt gefahren und der hat gesagt, Herr Sauer, das ist hier Ihr altes Vaterthema. Und da habe ich gesagt, wie kommen Sie denn jetzt mit meinem Vater? Und da sagt er, schauen Sie mal auf Ihre Stirn. Sie haben ganz viele Längsfalten, also so Querfalten auf der Stirn. Davon habe ich heute immer noch eine. Ich hatte mal 6. Und der hat gesagt, ich hätte Ihnen schon als Kind erzählen können, dass Sie im späteren Leben, wenn Ihr Leben so weitergeht, mal Darmprobleme bekommen, akute Möglichkeiten, Colitis ulcerosa, Leaky Gut, Morbus Crohn. Das, was Sie jetzt haben, das hätte ich Ihnen schon vor 20 Jahren sagen können. Und da habe ich gesagt, aber mein Arzt sagt immer, das ist einfach wie eine Autoimmunstörung und da kann man nichts machen, das kommt halt und da muss man es medizinisch behandeln. Und da sagt er, nee, wenn du dein Thema findest und deine Wut und deinen Groll rauslässt und den Weg zurückfindest, wo das entstanden ist, dann findest du auch eine Lösung, damit umzugehen. Das fand ich ganz spannend, was er da gesagt hat, nämlich er hat die Faust aufs Auge getroffen. Ich hatte diesbezüglich eine sehr schwere Kindheit, eine sehr stressige Kindheit. Ich war immer nie gut genug, ich konnte es immer nie jedem recht machen und alle haben mir immer so suggeriert, dass ich irgendwo der Fehler bin. Und ich habe immer das nicht verstanden, warum da meine Eltern zu mir so sind, aber zu anderen nicht so. Und na, ich habe getan, was ich konnte. Es war einfach nie gut genug. Und das habe ich in mich hineingefressen. Und diese Wut, diese Unterdrückung auch, diese Verzweiflung und diese Unruhe, die ich dadurch hatte, die mich oft nicht hat schlafen lassen, das war der Stress meines Körpers, der irgendwann zu Verdauungsstörungen führte und letztendlich zu Entzündungen in meinem Darmgeflecht, was dann irgendwann Morbus Crohn war. Und ich hätte doch nie gedacht, dass es davon kam. Und dann später, Andreas, habe ich natürlich dann meinen Blick verändert. Ich habe das aufgesaugt. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, was man alles aus dem Gesicht lesen kann. Ich habe mir Bücher besorgt und natürlich bis heute ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Bildung in den Kursen, die wir so anbieten, Andreas. Aber wie war denn das bei dir eigentlich? Du hattest doch auch früher mal so massive Hautprobleme. Ja, also es ist etwas, was uns verbindet, Darmprobleme. Ich wusste das auch lange gar nicht, dass du so massive Darmprobleme früher hattest. Also ich hatte das im Prinzip auch, ich habe es noch nie erkannt. Also es ging bei mir los mit Teenie-Alter, dass ich heftigste Hautprobleme mit Akne im Gesicht einfach bekommen habe. Es blieb aber nicht bei irgendwie Teenie-Umstellung, Pubertät, sondern es ging einfach immer weiter. Ich hatte das permanent. Ich wusste aber nie, woher das kam. Das konnte mir auch nie jemand sagen. Bis über ganz viele Umwege irgendwann ich herausbekommen habe, dass es mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammenhängt. Das heißt, wenn ich etwas heute noch esse, es gibt nur noch sehr wenige Dinge, die ich nicht vertrage und da muss ich echt schon viel von essen, aber es existiert noch, dann kriege ich auch heute noch
massiv Pickel und das hatte ich früher einfach permanent, weil ich permanent Dinge gegessen habe, die ich nicht vertragen habe, wo mein Darm sich entzündet hat. Das heißt, man kann da ganz gut erkennen, oder ich kann es bei mir erkennen, der Darm ist ein Spiegelbild der Haut. Das ist eigentlich also direkt unmittelbar zusammen. Genau. Und es geht nicht immer nur darum, dass das Problem technisch zu suchen ist, sondern auch seelischer, emotionaler Ursprünge hat, einen Fehler zu suchen, den man dann natürlich auch lösen kann. Ja, aber viele interessiert jetzt sicherlich so, was kann man denn da im Gesicht wirklich sehen? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gehört, Gesicht und Organe hängen zusammen. Nimm uns doch ein bisschen mit rein. Vielleicht stellt sich jetzt jeder mal vor den Spiegel und macht einfach mal mit, wenn du mit uns da ein Ja, bisschen was zu Andreas, erzählst. wir können auch mal mit dir anfangen. Da ist die Baustelle groß genug. Okay, also wenn ihr mitgucken wollt, dann macht ihr jetzt das Schwarz auch YouTube-Video mal. an. Dankeschön, Floyd, für die Blumen. Ja, also das war jetzt aber nicht im Drehbuch hier, ja. Also Das war nicht. geht auf die Gesundheit bitte und bei YouTube Gesundheit Folge 10, 010 und dann könnt ihr mitgucken. Also ich gucke jetzt mal groß in die Ja. Kamera rein. Also was siehst du? Also. Ich sag mal so, ganz klassisch, nehmen wir mal so die Sachen, die uns am meisten auffallen. Also stell dich bitte, wenn du das hörst, jetzt mal in den Spiegel und schau dich einfach mal an. Wenn du zum Beispiel am Morgen immer aufwachst und hast zum Beispiel unter den Augen diese Schwellungen, ne? Guck mal bei Andreas an, der hat das auch ab und zu mal. Das haben aber meist ältere Menschen, manchmal auch nur einseitig. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo im Wasserelement eine Störung ist. Und diese Problematik Wasserelement zeigt sich mit Nierenproblemen Ja, also wenn ich oder wenig aber getrunken auch. habe, morgens habe ich immer hab ich, also geschwollene Augen und nur ein bisschen dick und rechts ist bei mir immer stärker als links. Richtig, genau. Also rechts ist es bei dir stärker. Das heißt immer so ein bisschen die Verbindung Elternteil, Vater und Mutter Thema, was da so ein bisschen auch mit drin hängt. Aber letztendlich ist es eine Störung im Wasserelement. Entweder fehlt dem Körper Wasser oder ihm fehlen Nährstoffe oder er kann das, was in der Nacht er versucht hat zu entgiften, nicht transportieren und zur Ausscheidung bringen. Irgendwelche Entgiftungsvorgänge stagnieren hier und es staut sich zu viel im Lymphgewebe. Das heißt, die geschwollenen Augen unten drunter. Das ist immer der Lymphstau und das Lymphsystem ist hier meist geliert. Oft ein Problem von vielen Menschen, die sehr verschlackt, sehr übersäuert sind. Da sollte man dringendst anfangen zu entgiften, Säure-Basen-Gleichgewicht, Ernährungsumstellung und natürlich auch unsere Entgiftungsangebote mal in Anspruch nehmen. Die Ja, helfen bei solchen ich Sachen. meine, der Anfang ist natürlich, dass es morgens losgeht nach dem Aufstehen und die Steigerung ist es dann permanent, dass man nur noch mit solchen Augenringen oder eben Schwellung unter den Augen rumläuft. Das gibt es ja auch. Genau, und jetzt guck dich mal im Spiegel an, ob du vielleicht feststellst, dass dein Augeneiweiß, das immer leuchtend sein muss, weil der Blick in die Augen ist ja der Blick in die Seele, also klares Augeneiweiß, daran erkennt man gesunde Menschen im Stoffwechsel, nämlich Leber und Galle. Und man sagt immer, wenn das Augeneiweiß gelb verfärbt ist oder viele kleine Arterien geplatzt sind, dann hat man sehr viel Wut und sehr viel Stress. Woran zeigt sich das? Im gelben Augeneiweiß, da sagt man schon immer, die Galle steht mir bis hier, oder? Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen? Andreas, die Leber und die Gallefalten, die haben ganz, ganz viele Menschen. Zwischen den Augen diese zwei Längsfalten, manche haben nur eine, manche haben zwei. Links ist die Leberfalte von sich aus gesehen, rechts ist die Gallenfalte. Und da sieht man auch eben Stress und Konzentrationsschwierigkeiten, unterdrückte Wut oder Hilflosigkeit zeigt sich immer im gestörten Stoffwechsel. Leber-Galle, nämlich ist ein Verdauungsorgan, was die Verdauungssäfte Was einspeist. sind Falten, die zu sehen sind, wenn ich entspannt bin? Ja, also wenn ich jetzt so Gesicht zusammenkräusel, kommen da so Falten, aber wenn ich jetzt locker lasse, sehe ich da jetzt keine. Genau, also müsste man erstmal erklären, was ist eine Organfalte? Eine Organfalte ist keine Lachfalte, ist auch keine Altersfalte, sondern das ist eine Falte, die, wenn man sie auseinanderzieht, immer noch zu sehen ist. Also eine sogenannte tiefe Kraterfalte. Und warum sieht man über das Gesicht Organe? Weil im Körper alles über Meridiane und über Reflexzonen in Verbindung steht. Heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen kaputten Zahn hat, dann geht der Zahn mit einem Meridian in den Wirbel. Dann hat er an der Stelle entsprechend auch eine Wirbelblockade. Dann sieht man auch im Gesicht hier entsprechend zu diesem Zahn eine Organfalte. Dann zeigt sich auch eine Hornhautverkrümmung im Bereich der Füße oder in den Händen oder Leberflecke über den Meridian am Körper. Und da sieht man schon die Problemzone, wie alt ist sie und wie die Möglichkeit ist, das auch wieder schwinden zu lassen. Gell? So. Okay, was gibt es noch für Baustellen im Gesicht? Genau, zum Beispiel, wir haben viele Klienten, die haben sehr starke Falten von den Nasenflügeln rechts und links zum Mund Oh ja. und zum Kinn. So Du kennst doch, Angela Merkel, ja? ja, wollte ich gerade sagen, ja, die hat die dicksten Mundfalten, die ich je gesehen habe. Das heißt, Dickdarmprobleme sind hier sehr wahrscheinlich, wenn man diese Falten hat, aber man beschreibt hier von der Nase zum Mund an der Seite den Kolon. Also aufsteigender Kolon, absteigender Kolon.
in diesem Bereich, ne? Links ist der aufsteigende Kolon, rechts ist der absteigende Kolon und dann in dem Bereich natürlich Dünndarm und Dickdarm. Dünndarmprobleme zeigen sich aber auch zum Beispiel beim Wassermangel, das heißt, wenn Teilnehmer Längsrillen über der Oberlippe haben, auch das, wenn man so kleine Längsrillen hat, dann sieht man eben, dass der Körper sehr vertrocknet ist, dass eben Wasser fehlt und das zeigt sich nämlich in der schlechten Assimilation im Dünndarm und hier hat man die Problematik eben, dass die Aufnahme der Nährstoffe reduziert ist. Sind Leute, die essen gesund, aber es kommt nichts an, weil der Darm das gar nicht mehr bringen kann, weil die Darmschleimhäute zu trocken sind. Na? Okay. Wäre ein wichtiger Faktor. Dann haben wir diesen Bereich auch der Querfalten auf der Stirn, die im unteren Bereich, also über den Augen, im Bereich den Dünndarm zeigen und etwas drüber, das ist so bei mir der Bereich, diese Falte, die ich habe, diese sehr dicke, die man hier sieht, wenn man sich das mal bei YouTube anguckt, also zu dem Podcast entsprechend auch mal das Video reinzieht, dass bei mir eben diese Falte immer noch da ist. Das heißt, wenn ich in mein altes Lebensgeflecht zurückfallen würde, Andreas, dann würde ich natürlich auch bestimmt binnen eines Jahres meine alten Probleme im Dickdarm wiederbekommen. So, was kann man denn noch sehen? Wir haben viele Teilnehmer oder wenn du in den Spiegel guckst, du hast vielleicht innen von der Nase, also innen Augenspitzen, wo die Augen zur Nase gehen, übergehen, so eine kleine schwarze, wie so eine kleine schwarze Kimme, so ein kleiner schwarzer Strich, der runtergeht. Mhm. Und das ist immer ein Zeichen für Stress. Das bei mir ist so ein bisschen dunkel hier, ne? Da. Genau, das ist nicht eine Nierenproblematik, sondern hier ist, bevor ein Nierenproblem entsteht, erstmal der Stress da. Und durch den Stress entsteht auch ein nötiger Wasserbedarf. Das heißt, Andreas, du müsstest etwas mehr trinken und ein bisschen mehr Ausgleich finden. Also nicht nur Trampolin springen, sondern auch die Laufzeiten jeden Tag einhalten und so weiter. Aber ich weiß, Haus, Hof, Garten, Karriere, Kinder, Arbeit, Podcast, ne? Das muss man alles auch erstmal managen. Aber es geht ja gar nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern es geht darum, wirklich die Sachen für sich zu sehen und eine Lösung zu haben. Bei den Längsrillen zwischen den Augen, da hilft natürlich auch Leber- und Gallenblasenreinigungen. Die sollten alle Teilnehmer durchführen, die hier diese Längsrillen haben. Andreas, unser Online-Programm zur Leberreinigung ist dann natürlich wie maßgeschneidert. Genau, bieten so, wir in der Regel ein bis zweimal im Jahr an. Genau. Das heißt, die Oberlippe zeigt den Dünndarm, die Unterlippe zeigt auch den Dickdarm. Unter der Unterlippe und über der Oberlippe zeigt sich auch der Bereich der Geschlechtsorgane, Andreas. Wenn da sehr viele Leute Pickel haben, immer Herpes, zeigt es eine bakterielle Infektion. Bakterielle Infektionen gehen immer und ausschließlich übers Geschlecht in den Körper über. Also übers Geschlecht, Verkeimung in den Darm und vom Darm zu jedem Organ. Und deswegen spricht man immer von Sachen wie Herpes, von Sachen wie Pickel, Akne und so weiter, auch immer von der Darmgesundheit, die hier ganz wichtig ist, weil der Darm ja der Spiegel der Haut ist. Das hast du vorhin schon super schön gesagt. So, wir haben oft Teilnehmer, die haben der Nasenflügel, das Nasenbein, das hochführt zur Stirn, eine Querfalte drin. Und da gibt es die untere Falte, die ist genau auf Höhe von der Augenmitte. Das ist sozusagen die Jähzornfalte. Bei solchen Menschen bitte Achtung, denn die reizt man erst gar nicht, weil das geht meistens ganz doll nach hinten los. Okay. Also die Reizfähigkeit und der Wutkörper zeigt sich da bei vielen Menschen, die eben jähzornig sind. Und ein bisschen drüber, so ein halber Zentimeter drüber, zeigt sich eine Herzfalte. Also Menschen, die im Herzen sehr schwach sind. Das findet man auch bei Alkoholikern. Zudem muss ich hier dazu sagen, auch Kohlenhydratesser oder Kohlenhydratfresser sind ja auch gleich Alkoholikern gleichzusetzen. Es sind die Menschen, die zum Arzt zurückkommen und gesagt bekommen, die Leberwerte sind überhaupt nicht gut. Trinken sie und sagen die, ich trinke eigentlich ganz wenig oder gar keinen Alkohol. Und sagen die, wo kommt denn das her? Die wissen das alle nicht. Auch die Ärzte sagen, ja, weiß ich auch nicht. Aber woher kommt es denn, Florian? Richtig. Also ich bin auch so ein Typ, wenn ich ein Glas Rot reintrinke, dann habe ich knallrote Backen. Das heißt, mein Körper tut im Bereich Herz, also Antidiagnostik Herz, die gesamte Nase und der Backenflügel, der auch den Bereich des Magens, also Aufnahme von Alkohol eben zeigt, hier ist eine Problematik. Und das hat man mir als Kind schon gesagt, Alkohol ist nicht gut für dich. Und ich habe früher zwei Bier getrunken, dann habe ich angefangen zu singen. Und das ist bis heute nicht anders. Also probieren wir es gar nicht, ich bin jetzt im Stimmbruch. Das heißt, da sieht man auch, dass selbst Menschen, die gerne Wein trinken, aber immer diese roten Backen bekommen, die sollen das nicht machen, weil hier das Blut zu dünn wird. Die Niere überreizt sich, das Herz kriegt hier eine Problematik, weil es ja den Alkohol und die Wassermoleküle auch pumpen muss und der Körper hier sehr stark dehydriert und da reagiert der Körper mit einem Antlitz. Er zeigt dir also, bitte hör auf, unterstütze mich lieber in einer anderen Art und Weise, weil das tut mir nicht gut. Ja, aber den Punkt, wo jetzt diese Alkoholbelastung der Leber herkommt, haben wir jetzt gerade noch nicht geklärt, denn, wie gesagt, viele Menschen haben das Problem, aber wissen nicht, warum sie jetzt eine belastete Leber haben, aber eigentlich den Alkohol schon sowieso meiden. Woher kommt es denn jetzt? Na, ich kann es dir sagen, das sind die Kohlenhydratfresser, Stärkefresser, Zucker, süßlastigen Esser, denn wir wissen, dass sowohl Alkohol, Stärke, aber auch Kohlenhydrate oder auch von Getreide kommend eben
in Alkohol verwandelt wird und in Zucker in der Leber gespeichert wird. Und das ist natürlich sehr reizend, es muss verdünnt werden und dadurch wird die Leber immer, immer dicker, sie wird immer fetter, sie verfettet in ihren eigenen Verdauungszyklus. Und das bringt die schlechten Leberwerte. Das heißt, wer diese Werte hat und keinen Alkohol trinkt, der sollte schleunigst Kohlenhydrate reduzieren, mehr angekeimtes Samengetreide essen, sich entgiften, viel trinken, basische Säfte, dann baut der Körper das natürlich auch wieder ab. Fasten wäre hier eine ideale Hilfestellung. Ja, genau. Und zu dem Stichwort dann auch der Hinweis, Fuselalkohole, die sich eben dann im Darm bilden, auch bei einer Darmfehlbesiedlung, weil aufgrund der falschen Ernährung eben da auch ein falsches oder ein ungutes Milieu im Darm entsteht. Und auf die Art und Weise ist es dann natürlich wunderbar möglich, dass sich da solche Alkohole bilden. So, Andreas, eine Sache machen wir noch. Die Nasenflügel rechts und links, die so rübergehen zu den Backen, bei vielen Menschen sind die sehr geschwollen. Mhm. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass dieser Klient in einer immunschwachen Reaktion sich gerade befindet. Das heißt, das endokrine System, wenn diese geschwollen sind, zeigt es eben viele Erreger im Blut an, also viele Bakterien, mit denen sich der Körper jeden Tag wehren muss. Auch diese Form von Stress zeigt sich in geschwollenen Backenseiten, die oft auch mit Schwitzen zu tun haben oder mit Übergewicht auch zu tun haben oder mit Rötungen zu tun haben. Und auch hier sollte der Organismus schleunigst entlastet werden, weil der Körper macht das gerne 10 und 20 Jahre mit. Da zeigt ihr nur das von der Anlassdiagnostik. Man sieht überhaupt gar keine Krankheiten und man geht auch nicht mit Problemen zum Arzt, weil man die nicht hat. Aber irgendwann, von heute auf morgen, geht's nicht mehr. Und viele Menschen machen über 20, 30 Jahre diese Lebens- und Gewohnheitsfehler, muss man zum Teil auch sagen. Auch soziale Kontakte sind schuld oder falsche Bildung vom System ist mit schuld. Und dann irgendwann fallen sie aus dem Leben und können dann ihren Rucksack, den sie sich vollgepackt haben, nicht mehr tragen. Und am besten würde man sich dazu mal so ein Dokument sich anschauen über die Antlitzdiagnostik. Andreas, haben wir die Möglichkeit, da eins zur Verfügung zu stellen? Ja, haben wir. Und zwar packen wir es in die Shownotes mit rein. Das heißt, wenn du nach grünundgesund.de gehst, dort gibt es die Blogposts zu diesem Podcast mit den Shownotes und dort findest du einen Link, den werden wir einrichten und darüber kannst du das runterladen, dieses Bild, was du uns gerade gezeigt hast, beziehungsweise auch wenn du es nur gehört hast, das ist ein Bild, wo sozusagen dargestellt ist, welche Organe mit welchen Gesichtsteilen verbunden sind. Also ich würde mal sagen, Andreas, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder geht man zum Schönheitschirurgen und lässt sich aufspritzen. Das hält auch eine Weile. Das aber ist auch eine Möglichkeit, ja. Dann sind wir ja bei der Lüge des Schminkens, bei der Lüge des Verschönerns. Man kann aber auch in der Ursuppe angehen und kann sagen, okay, was habe ich denn in den letzten Jahren falsch gemacht? Wie kann ich denn meine Niere unterstützen? Wie kann ich meine Leber unterstützen? Wie kann ich meine Galle entlasten? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Körper mehr Wasser wieder aufnehmen kann? Wie kann ich meinen Darm reinigen, Darm sanieren? Wie kann ich mich eben entsäuern? Und ich meine, ich bin jetzt 38, oh Gott, ich bin 38 Jahre alt mittlerweile. Ich habe mit 26 wurden mir meine ganzen Probleme, die ich eigentlich habe, nochmal so diagnostiziert, aber medizinischer Art. Jetzt bin ich 37, ich habe bestimmt 80% geschafft. Also das ist natürlich eine überschaubare Zeit, wo ich sagen kann, hey, über 80% meiner Organfalten sind weg. Wo man wirklich sagt, Leber und Galle, das passt echt alles. Also ich bin da echt, was das betrifft, sehr zufrieden. Also es kann jeder schaffen. Es braucht eine Weile, bis solche Sachen auch wieder weggehen, willst du mit sagen, ja? Ja, aber was in 40 Jahren versaut ist, braucht auch 40 Jahre, um wieder zu gehen. Na, da muss man schauen, welche Ziele schafft man. Aber darum geht es gar nicht nur. Es geht darum, das jetzt erstmal für sich zu erkennen. Sich mal anzuschauen, das für sich festzustellen und zu sagen, okay, es geht da nicht darum, der Schönste zu sein. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Darum geht es nicht. Es geht einfach darum zu sagen, dass man sich gut fühlt. Und gutes Fühlen strahlt auch gutes Aussehen aus. Es geht ja nicht darum, ein Supermodel zu sein. Aber weißt du, ich bin früher auf die Arbeit gegangen am Montag, da habe ich so Sprüche gehört, ey Mann, ey, du siehst aber heute schlecht aus. Und dann habe ich mich auch noch schlecht gefühlt. Das ist so dieses Resonanzgesetz, Placebo-Effekt, ja? Und das ist ja nichts, was uns weiterbringt. Aber wenn ich am Montag fit und energiegeladen auf die Arbeit gehe, dann kann ich auch ein paar Falten haben. Es geht einfach darum, dass ich eine Energie ausstrahle und das spüren alle. Und damit macht man heutzutage Karriere. Mit der Energie, die von innen kommt. Ja, es geht auch gar nicht ums Karriere machen. Also für mich ist es einfach interessant zu sehen, dass das Gesicht und auch im Übrigen auch andere Stellen des Körpers, nicht nur das Gesicht, aber das Gesicht, da mal eben auch das Thema heute, ein Spiegelbild ist von meiner Lebensweise, von möglichen Krankheiten, die da sind. Und es ist einfach toll, im Vorfeld die Signale schon erkennen zu können und eben darauf frühzeitig auch zu reagieren. Denn der Körper spricht mit uns und will uns da was zeigen. Und wer da weiter reingehen will, Florian, es gibt ja auch wunderbare Bücher, die wir hier sicherlich noch gerne empfehlen. Also was ist denn so dein Standardwerk dazu dem Thema? Also ein Buch, was ich ganz toll finde, ist das Buch Krankheiten auf einen Blick erkennen von Heiko Gärtner und Tobias Krüger.
Das ist aber schon ein fachspezifisches Buch, weil man hier wirklich alle Körperorgane durchgeht. Also nicht nur das Gesicht, Zunge, Augen, Ohren, Hände, Finger, ne? Geschlechtsteile. Ist ja ganz spannend, was es da so für Unterschiede gibt und was darüber zu erzählen gibt. Andreas, ich war damals unwissend. Ich konnte auch nichts ändern, aber ab dem Moment, wo ich es wusste, konnte ich mir die Bücher kaufen, entsprechend meine Organe und konnte für Abhilfe schaffen. Und dafür bin ich so dankbar. Und Ja. mittlerweile arbeiten wir ja im therapeutischen Bereich auch, also für alle Ärzte und Heilpraktiker, die das hören, kann ich das Buch von Björn Eibel sehr empfehlen, Die seelischen Ursachen der Krankheiten. Das ist nach den fünf biologischen Naturgesetzen von Gerd Hamer. Und das ist natürlich die germanische Gesundheitslehre, richtig ganz cool. Aber das überfordert natürlich Otto-Normalverbraucher, die erstmal damit anfangen wollen. Ja. Andreas, du hast doch da in deiner Bücherkiste. Genau, Genau. das war auch so mein erster Kontakt mit dem Thema. Heile dich schön von Markus Rotkranz. Und dort gibt es auch einige Beispiele, wo man sich ja mal damit auseinandersetzen kann. Auch was sagen die Augen? Oder das ist eben so dieses berühmte Bild hier, wo dann auch mal das, was du gerade angesprochen Wunderbar. hast, mal dargestellt wird. Also sprich Oder Dickdarm. das hier. Das Bild, wo man auch mal echte Spiegelfotografen sieht von Organproblemen, ne? Niere, Leber, Galle, Falte, Lymphsystem und so weiter, Arterienverkalkung. Ich meine, das ist von Menschen Ja. richtig wertvoll aufbereitet und erarbeitetes Wissen. Ja, also es waren jetzt gerade Fotos von Augen, von Mundwinkeln, von Nase und so weiter, wo man eben so die Falten sieht und wo daneben eben steht, was es zu bedeuten hat. Genau. Ja, prima. Also die Bücher kommen in die Shownotes. Könnt ihr euch gerne ja, mal mit auseinandersetzen, ob das was für euch ist. Ja, und darüber hinaus würde ich sagen, sind wir jetzt auch schon am Ende unserer kleinen Gesundzeit hier angekommen. Bedanken uns auch schon mal für die vielen positiven Feedbacks, die wir bekommen haben, auch die positiven Rezensionen. Da freuen wir uns drüber und hoffen, dass wir einfach ja viele Menschen mit diesem Wissen erreichen und helfen können. Und ja, wenn dir die Show gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal, damit du keine Folge verpasst. Und auf Video anschauen, haben wir ja schon gesagt, kannst du es auch machen. Das war's für heute bei der Gesundheit, Florian. Hat wieder Spaß Ja. gemacht mit dir. Ja, wunderbar. Und es dient ja auch so ein bisschen erstmal so aufzuzeigen, was möglich ist. Und da in die Tiefe zu gehen, ist natürlich eine tolle Information, auch mal dann an unseren Kursen teilzunehmen. Genau, aber das ist ja auch schon so ein kleiner Einblick hier. Und ja, wer mag, kann gerne mehr, aber wer nicht mag, hört sich einfach den Podcast hier an und darüber freuen wir uns. Freuen uns auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist bei der nächsten Folge. Bis dahin sagen wir Ciao, dein Andreas Paffrath. Florian Sauer. Bis bald, wir hören uns. Tschüss. Ciao.